Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, zwei hoffentlich schöne Missionen stehen an. Eine mit Sadie Adler, da freue ich mich ganz besonders drauf. Da würde ich auch jetzt direkt hingehen, auf meinem You're good dollen to it. Pferd. Und wenn ich richtig informiert bin, haben wir jetzt Zugriff auf alle Waffen von Arthur. Das sieht gut aus. Da sind sie ja. Sogar das seltene Rolling Block Gewehr Hammer. Dann müssten ja eigentlich auch die Outfits haben, denke ich mal. Cowboy, Spieler eigenes Outfit. Und Cowboy? Cowboy über was? Das anscheinend. Na gut, vielleicht sind die Outfits irgendwie im Lager oder so. Keine Ahnung. Dann wollen wir uns jetzt aber mal nach Valentine begeben. Denk mal, wir machen keine Schnellreise. Wer weiß, was wir als John jetzt erleben. Und nach der Mission mit Sadie geht's ab nach Blackwater. Du, ein Schäfer. Guten Morgen, Sir. So, war das hier links? Das sieht ein bisschen aus wie die O'Driscoll Ranch, die wir mit Sadie kaputt geschossen haben. Also eher die Leute darin. Boah. Sieht ein bisschen verlassen aus. Und wir können, wenn ich das jetzt richtig nachgelesen habe, in Blackwater im Stall auch bessere Pferde kaufen. Glaub zwar nicht, dass die besser sind als der schwarze Araber, weil das soll ja immer noch der beste Pferd im Spiel sein. Aber wer weiß das schon? Vielleicht habe ich damals das falsch begriffen und das war nur das beste Pferd für Arthur und jetzt gibt es nochmal bessere. Wir werden sehen, wir werden sehen. Obwohl ich auch gerne auf Rachel reite. Also das macht Spaß. Könnte ein Tick schneller sein, aber das wird glaub noch. So, Pferdeausdauer geht dahin. Easy now. Oh, ich glaube, die springen da gleich irgendwas. Dann nehmen wir mal unsere. Why'd you not think on this before, huh? Well, I'll tell you, these newfangled safes, it's the only way. Yeah, yeah, let's get this done, huh? Ja, macht mal hin. Care for the honors? Oh, no, that's your baby. This'll be prettier and... Guess I spooked him. Ich hab gar nichts gemacht. Hier haben sie sich umgebracht. Well, their risk, my reward. Das ist das Wichtigste. Meine Belohnung. Und dann plündern wir die. Inzwischen können wir auf die Ehre scheißen. Mache ich nur so halbwegs. Und dann. Oh, das sieht nur aus wie $20 insgesamt. Doch nicht die Person aufheben, John. Was machst du denn? Will doch nur das Geld. Nur das Geld hier, Brieftasche. Worth dying for, fellas? Ah, $40 insgesamt. Die Firma dankt. Kann man das Pferd noch befreien? Ach nee, das kann wegreiten, wenn's denn will. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Come on, then. So. Weiter geht's Richtung Valentine. Ja, läuft gar nicht schlecht mit dem Geld. Schon 180 Ückenhammer. Ist ja gut. Das mit den Roadkills hat sich noch nicht erledigt. Haben sie die Brücke wieder aufgebaut? Ja! Eine frische Brücke hat ja nur ein paar Jahre gedauert. Es zählt trotzdem. Servus, Jungs. Achso, ich muss da runter. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Hab eine Abkürzung gefunden. Ja, es sind ja tatsächlich gleich in Valentine. Hier sind schon die Wasserfälle. Da fällt das Wasser nur so runter. Deswegen eigentlich ein passender Name für die. So, Pferdewaschanlage. Und dann irgendwie nach links. Ah, hätten, glaube ich, auch hier hochgekonnt.
Mal schuld, nehmen wir ein bisschen Umweg auf uns. Wir müssen ja irgendwie das Pferd einreiten. Boah, wieso sieht meine linke Schulter schon wieder so blutig aus? Hab doch gar nichts, gar nicht auf was geschossen. Noch nicht. Also letzte Folge ja, aber... Okay, das Reh hat sich entschieden zu spawnen und zu sterben. Ah, kann man teilweise ja nachvollziehen. So. Dann sind wir jetzt wirklich gleich da. Vorher habe ich gelogen, aber jetzt soll es eigentlich nur noch 200-300 Meter entfernt sein. Bisschen mehr noch, aber es kommt rasend näher. Oder ich komme rasend näher. Dann weiß ich nicht so genau. Tja, man sollte dann den offiziellen Weg manchmal auch vertrauen. Sonst reitet man in die Schlucht. Da hinten ist es schon. Da ist es doch schon. Das schöne Valentine. Vielleicht hat sich das jetzt in den Jahren auch ein bisschen verändert. Das wäre cool. Ich weiß es nicht. So. Pferd muss auf jeden Fall erstmal ein Pflegepaket gebucht bekommen. Ihm geht's gerade nicht mehr so gut. Wohl doch zu viel Turbo an den Tag gelegt. Das sieht ja noch so aus, wie ich es in Erinnerung habe. Guten Morgen. Hunde sind noch da, Galgen ist da. Ah, ist das nicht perfekt? Der gleiche Metzger ist da. Gut, warum auch nicht? Ist ja eine Berufung, nicht nur ein Beruf. Zumindest damals wäre es, glaube ich, schwierig, was anderes zu machen. Ja, sehr gut. Nee, danke. Pflegeleistung. Sehr gut. Kann ich nicht umbenennen. Sei's drum. Kann ich Pferde kaufen? Auch keine guten. Dankeschön. Aber ihr müsstet auch meinen schwarzen Araber noch geparkt haben. Hol mal den mal wieder raus. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit auf Rachel verbringen. Nur Rachel, ich dachte, ich habe Zugriff auf meine anderen Pferde. Okay. Dann nicht. Ah, ist es schön, wieder in der City zu sein. Und wir haben ein Fragezeichen. Da frage ich mich, warum. Hinten oder drin, wahrscheinlich drin, aber dann triggert die Quest im Saloon. Was ist denn das für ein pinkes Pferd? Hera. Ah, das kann nur Sadie gehören. Das Pferd des Todes. Interessant. Ja, cooles Pferd. I thought I told you to leave it, Bubba. I thought to myself, who this little girl thinks she's telling anything to? Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time, leave me alone. Or what? Sie erschießt dich. Oder das ist noch besser. Get the hell out of here before she kills us all. You, get out of here. John Marston. Ja, lebt und lebt. I thought I heard a rumor you was alive. Ja, von wem eigentlich? Are you? Yeah. Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. You kill a feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy us a property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly and some other stuff. Good and bad. Ja. Are you any interest in bounties? No, ja. I've gone straight. Sort of. Oh, it's legal. Usually. Then... Maybe. Come on then. Ooh, Kopfgeldjagd. Where are we headed? Strawberry. Got on the run from New York. Da komm ich doch her. What'd he do? Rob a bank. With a gun? No, with a pan.
He's an accountant, I think. Sounds easy. Come on, we got a bit of a ride. Ja, als Buchhalter kann man auch ein bisschen Geld für Untreuen, gestimmt. Das ist die sichere Variante. I didn't think we'd be chasing down an outlaw. There's something else. What? Micah. Micah? Ooh. I think so. I heard of someone sounded like him about a year back. Okay. We Dann wollen wir Micah ins Gesicht schießen. I know what we said we'd do. That ain't changed. I didn't think I'd see any of you again after you left for the Yukon. Yeah, we came back. Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I aim to be. Probably why I can't afford Verzeihung, da hat er mich verschluckt. Bin aber immer noch da. Bad folk won't be around for long. Was macht Micah denn in der Nähe von Strawberry? Oh, Luca, Strawberry. Boah, das Spiel ist schon ganz schön gealtert. Früher hatte ich das Gefühl, das sieht deutlich besser aus. Ah, so ging es mir mit GTA 5 auch. Das krasseste Spiel 2014 oder 15, als es auf die, als es auf den PC endlich kam. Und jetzt mittlerweile, bisschen in die Jahre gekommen. Immer noch gut, aber halt in die Jahre gekommen, visuell. Like I said, fella's name is Nathan Kirk, banker, bald, 45. Okay. You hit up that way. Keine Haare, 45 Jahre. Kann ich mir merken mit dieser leichten Eselsbrücke. Also, ich muss Leute befragen. Say, I mean to meet my friend in town, but I don't know where he's staying. Bald New Yorker, Nathan Kirk. You know where he is? Afraid I don't know. Na gut, dann ruhig weiter sitzen. Jo, allen Äpfeln ausweichen. Das hinterlässt einen schlechten Eindruck. You seen a bald New Yorker, name of Nathan Kirk, about 45? No, sir. We get plenty of New Yorkers here. Ja, das glaube ich. Resort town, you see, the Adirondacks of the West, the mayor calls it, but I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store or the post office. They tend to know who's in residence for the season, as we say. Ja, das klingt doch gut. Good Lord. Jo, dann gehen wir ganz normal hier die Treppe hoch, wie ein vernünftiger Mensch. Und dann frag mal beim Gemüsewarenhändler. Beim Gemischtwarenhändler. Den kämmer doch noch. Schön, dich wiederzusehen. Hi there. Can I help you, partner? Yeah, I'm looking for a fella. A New Yorker, name of Nathan Kirk. Never heard of him. We get a lot of New Yorkers. It's a resort town, you see. Naja, Ferienparadies, habe ich gehört. Welcome Center. They tend to know most of the visitors there. Thank you. Ihr habt ein Willkommenscenter. Kann ich nichts kaufen? Oh, ich hätte gern was gekauft. Ah, jetzt könnte ich was kaufen. Einfach schon einen Apfel oder eine Möhre mir reinstecken. So, also das hier ist das Besucherzentrum. Ich hätte gesagt, das ist einfach eine Hotelrezeption. Motel. Vielleicht ist das ein Stundenhotel, wo man mit Nutten hin muss. Jetzt habe ich meine aber nicht dabei. You seen a fella? Fella from New York? Bald guy? Yeah. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk? But he's so charming. Yeah. He's staying here? He's, up in room 3. I'm gonna go pay him a visit. Ja, ja, Regierungsangelegenheiten. What now? Ach, haben wohl nicht reingepasst. Sadie auch da? Okay. John verhält sich komisch. Ich will Arthur zurück.
Jeder will Arthur zurück. So. Es gibt kein Zimmer 3. Wieso gibt es kein Zimmer 3? Vielleicht ist ein Bad. Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Who is it? Ah, doch. Just a ah, Zimmer 3. Just... Stop! Hey, that's Nathan Kirk! Wie hat das da runtergeschafft? Oh, got him? Oh, shut up! Come on, jump on! Ja! Bin da. Wer noch? We gotta get after him. Remember, we want him alive, though. Ja, ja. Tot oder lebendig. Komm schon, Pferd. Guter Blümchen, ich hab dich extra hier mit goldenen Kernen versorgt. Vorsicht, Sadie, Gegenverkehr. Oh, geiler Soundtrack. Ich schneide ihm den Weg ab. Komm schon. Können wir nicht einfach seinem Pferd ins Bein schießen? Ja, ich weiß. Pferde, majestätische Kreaturen. Und das würde mir die Arbeit vereinfachen. Was hat Sadie gerufen? Da ist sie ja. Nein, du bist das Monster. Doch nicht Sadie. Scheiße. Na, also. So viel Glatsche hast du doch nicht mal. Warum nicht? Du bist gesucht und ich hab dich gefunden. Thanks for that, Mr. Kirk. Real fun. I'm an innocent man, but it's all a mistake. My wife is a desperate woman. How you married, sir? Das passiert öfter. None of your business what I am. She made me do it. She broke me. I did bad, but I'm not bad. There is a difference. Innocent. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. Natürlich. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. Was sagt sie? Sie ist immer im Saloon in Valentine und jetzt ist er auch immer im Saloon in Blackwater? Interessant. Die säuft zu viel, Mann. Vielleicht säuft sie auch einfach zu viel. So. Mal schauen. Da haben wir tatsächlich noch ein Fahndungsfoto. Irgendwo habe ich eine Mission gesehen. HS. Die Magnifico-Mission haben wir nicht mehr. Aber das haben wir immer noch. Hamish Sinclair. Hat dich zum Angeln in seine Hütte in der Nähe von O'Craig's Run eingeladen. Ich glaube, der hat Arthur eingeladen. Ach, das ist mir jetzt zu weit weg. Wir sind ja in der Nähe von Blackwater. Dann gehen wir einfach mal dahin. Vielleicht kriegen wir ein Stück Land. Ansonsten nehmen wir es uns mit Gewalt und verteidigen es für 5 Minuten. Und die neuen Pferde in Blackwater interessieren mich tatsächlich auch. Ja, ich hoffe, das hier ist der richtige Weg. Ja. Mein Google Maps aus den 1905ern hat sich umgestellt. Ja, da bleiben wir lieber auf dem Weg. Auf dem Weg, auf dem Weg. Nicht das Messer ziehen. Yay, Verbundenheitsstufe 2. Gesundheit auf Stufe 5 erhöht. Das ist doch fantastisch. Und jetzt dürfen wir zum ersten Mal legal nach Blackwater. Ohne komplett verfolgt zu werden. Alter. Ich habe kurz nicht auf die Straße gesehen. Ich war nur einen Moment unkonzentriert. So passieren Auffahrunfälle. Deswegen das eigene Pferd immer Vollkasko versichern. Sofern man das Geld dafür hat. Ansonsten nicht.
Okay, hier ist ein Federsymbol. Das kennen wir doch eigentlich schon. Da war man mit Arthur hier. Ist hier was für uns? Oder ist das einfach nur Symbol, um Symbol zu sein? Ich glaube, das war nur Symbol, um Symbol zu sein erstmal. Auf nach Blackwater. Ein richtig geiler Stadtname eigentlich. Schwarzwasser. The hunt is over. Wer seid ihr denn jetzt? You're okay. You're okay. Wieso haben die Native Americans, die amerikanischen Ureinwohner, jetzt Probleme mit mir? Ja, haben wir auch nicht getan. Ihr habt mich noch nicht, ihr müsst schon treffen. Also tödlich treffen. Nicht abhauen. Dann wirst du es ja nur noch mal versuchen. Wer seid ihr denn? Das sah wirklich aus wie ein bisschen Ureinwohner. Aber warum? Wegen dem, was Dutch den angetan hat. Skinner Brut heißen die. Nee, Skinner Bruder. Oh, der hat Dynamit gehabt. Gut für mich. Pech für ihn, dass er es nicht eingesetzt hat. Wie sind denn Skinner Brüder? Und wen skinnen die? Obwohl, das sieht hier nicht wirklich wie ein Ureinwohner aus. Hm? Doch, ein bisschen. Ein bisschen, glaube ich schon. Ah, $3 hatte der und Brandsätze. Da kriegt man ja all unser Basic-Ausrüstung her von den Jungs. Ohne was dafür großartig tun zu müssen. Jo, schnell weg, bevor wir in Blackwater wieder gesucht werden. Ah, hier liegt noch einer im Gebüsch. Sehr gut. Sehr gut abgestiegen, John. Bin stolz auf dich. So. Und dann geht's weiter. Bis jetzt war ich nur einmal in Blackwater. Das sieht ein bisschen nach neuen Pferden aus. Und das noch als Arthur und nicht in der Let's Play-Serie. Sieht ein bisschen aus wie das von Sadie, halt nur mit dem weißen Arsch. Wildtyp Brauner, ein Mustang. Ich dachte, das wäre ein Auto. Ich wusste, dass es auch ein Pferd ist. Hab Schuhe von dem gekauft. Vom Mustang. Oh, die Pferde, die tollen sich. Oh, ist das süß. Einfach sich hinpacken. Gefängnis wegen. Nee, beziehungsweise Apotheker und jemand, der sich keinen gescheiten Wagen leisten kann. Willkommen im Club. Hey! Der alte Mann! Was ist denn mit dem passiert? Seek salvation and maybe he shall find peace. Ja, das hat Arthur auch von ihnen gehört. Help a blind man. Natürlich. Du bist echt gruselig, bist du Gott? Und du? I see sand and ocean and palm trees. Find the black flower and you will be rewarded. Right. Okay, friend. All the best. Dankeschön. Und du, ich sehe hier keine Palmen. Auch kein Ozean. Ich gehe doch schon. Come on, lady. Das sind nochmal neue Pferdis. Müssen wir, glaube ich, gerade nicht looten. Gib nur wieder Kopfgeld, wenn das jemand mitbekommt. Blackwater. Sieht gar nicht so scheiße aus. Wo ist unser Geld, das wir hier gelassen haben? Liegt doch bestimmt noch da. Oder hat sich das Maike unter die Nagel gerissen? Oh, nett hier. Ja, hier nochmal ein Steckbrief. Wir müssen erstmal hier lang.
Ladies and Gents. Dann muss ich wahrscheinlich einen Hintereingang nehmen. West Elizabeth Cooperative Bank. Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier alles abheben können. Can I help you? Welcome, yeah. Welcome. I'm looking for Mr. Atherton. I'm a friend of Mr. Getty's over at Pronghorn Ranch. Mm. Oh, yeah, Mr. Atherton is in his office. Hey, please head in. Dankeschön, alle so freundlich. Can I help you? Ja, hoffentlich. Her mit dem Geld. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Yeah, hätte ich auch gesagt. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? And which folk? Mr. Getty's. Uh-huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Getty's told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Yeah. Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Ich bin guter Arbeiter. Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Ja, ich kann immer genügend Leute und Banken ausrauben. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Ja, das kriege ich auch noch hin. Dann vertreiben wir mal die Leute von meinem zukünftigen Grundstück. Tja. Aufsatteln und wo müssen wir hin, dahin. Ansel Atherton. Was für ein Name. Der sucht immer noch Gavin. Nach all den Jahren. Ich hätte aufgegeben. Wo ist er denn, der nach Gavin sucht? I'm looking for my mate Gavin. Somebody help me. Gav? Hallo? Gav? Der sieht aber nicht mehr so gut aus. I've lost my friend. Hallo? Somebody help me, please. Hey, mister. I'm looking for my friend. And Gavin. For Gavin. So, so. Habe ich nicht gesehen. Yeah. A few years. Few bloody years. I can't remember what he looks like. I'm looking for him, but I don't know who he is. Okay. I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Yes, vielleicht sinnvoll. I wasted my life looking. I looked, but I never saw. I saw nothing. Gavin. Good luck. Gavin. I am so worried. Gav! Oh mein Gott, der arme Typ. Ich hätte irgendwann mit der Suche nach meinem imaginären Freund aufgegeben. Vielleicht auch nicht. Wo sind hier eigentlich die Ställe? Ja, ja, mir geht's gut, dankeschön. Ställe? Ställe! Hufeisen verrät hier, wo der Stall ist. Dann schauen wir uns mal die schönen Tierchen an. Die hoffentlich schönen Tierchen. Hier nur in den Stall durch die Pferdekacke. Dankeschön. Howdy, Mister. Ja, howdy. Welcome to you and your horse. Got some room in the stable here. I'll give you a fair price. Okay, was ist das für ein Araber? Find den jetzt nicht besonders hübsch.
Oh, den Turkminen schon eher. Und den Missouri Foxtrotter finde ich jetzt auch. Ja, geht. Bisschen andere Lackierung, wird mir aber besser gefallen. Naja. Dann hoch mit uns zum Missionsziel. Ja komm, mein Pferd. Gib dir ein bisschen Mühe. Echt ein bisschen langsam noch. Gleich will es in der Stadtnähe nicht so schnell reiten, aber... Hat das Gefühl, Arthurs Pferde waren schneller. Hui! Schon schön die Gegend hier. Bisschen gewalttätig, aber schon schön. Was bist du denn? Was bist du? Du bist verschwunden. So viel steht fest. Okay, da sind nochmal Pferde. Sah gerade ein bisschen wie Wachen aus. Ich schätze mal, wir müssen direkt zum Lagerfeuer. Hui, 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 hui. Ah, noch nicht zum Lagerfeuer. Sieht nicht wirklich nach einer Ranch aus. Ja, ich würde das hier gern kaufen. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Hört euch nicht schwerfallen. Es ist ja eh kaum was hier. Oh, mein Pferd blinkt. Or he's gonna owns it. That's what he says. Okay. And how come we live in here? Ja, das ist ein Missverständnis. Look. Take some money. Go try and find somewhere else to stay. You for real, friend? Sure, ja. Take it. Das sind ja nur $10. Okay, boys. Let's go celebrate. Das war echt billig. Und man muss nicht mal schießen. Das ist die menschliche Alternative zu dem, was wir die ganze Zeit tun. Zurück zum Bankangestellten. Anscheinend einen Tag später. Macht wohl früh Feierabend. Tja, immer noch Blackwater. Wie es leibt und wenig lebt, zumindest in der Sicht. Ah, it's you. The man with two names and no past. Das bin ich. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure... About buying this place, it's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here. Können wir die Bedingungen mal durchlesen? John, lesen. Wie viel kostet der Scheiß? Mhm. Wie viel kostet das? Sehr gut, roll noch mal drüber. Und gestempelt wird auch noch. Wollen wir noch drauf wichsen? Now we own you, Mr. Martin, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking, they own me, they just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. Ooh. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Ein lustiger Typ. John, du musst dir die AGBs durchlesen bei solchen Verträgen. Well, it is you.
Well, I Uncle. Never. I thought you was dead, boy. Dead. Why must you here? Very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, noch I guess nicht, Jason Uncle. Take care of no, aber ich hab's gleiche von dir gedacht. No, you don't have to. No, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Na, die Come damals on, schon nicht. Du hast auch ein cooles Pferd. Das hat aber ordentlich Nasenhaare. Alter Schwede. Let's go, genau bro. Wie du, Onkel. Follow me. Achso. Vorsicht, 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 Vorsicht. Hab mein Pferd wieder unter Kontrolle. Mister? Ja, ja, selber Mister. Unglaublich, ich bin Landbesitzer. Sobald ich es abbezahlt habe. Etwas, was mir im echten Leben nicht passieren wird. Where are we headed? West. West? Oh, God, ain't you a man of few words? I can see we're headed west. Ich dachte, du hättest keinen Kompass. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes you seem stupid. I don't care how I seem. Well, now where west are we headed, you damn grunting fool? Hey, hier schießt dich gleich. A ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Yeah. Spending all your money? Oh, I want a ranch in the armpit of West Elizabeth. Schöne Gegend hier. Not that fruchtbarer Boden. Concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? Aktuell nicht. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but... Onkel, du bist nicht sympathisch im Moment. No more of that. Wir kürzen ab, ich will weniger lang mit dir reiten. Eben das. Pass auf, was du sagst. Ich hab Waffen. Und nie die großen Sympathien für dich gehabt. So, dann reit halt außen rum. Sieht doch gar nicht schlecht aus, jetzt wo die Landbesetzer weg sind. Look at her. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? Vor allem für wie viel? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Ja, klar. Onkel legt sich erstmal hin. Ich darf arbeiten. Das hat sich nicht gelohnt mit der Schubkarre. Ich mache ja alles alleine. Zweiter Teil des Epilogs. Beecher's Hope. Oh, Zäune bauen. Ich bin gut im Zäune bauen. Ja, also. Oh, nur Bronze. Hätte ich Onkel eine verpassen sollen. Nö, nur schneller sein. Ja, wunderschön ist es hier.
Na gut, ich würde aber sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.